Manche meinen, dass es dann zulässig wäre, die Behandlung bei dem einen Patienten abzubrechen und ihn sterben zu lassen, um den Patienten mit den besseren Chancen zu helfen. Hallo, mein Name ist Kilian Wegner und ich arbeite als wissenschaftlicher Assistent hier an einem strafrechtlichen Lehrstuhl an der Bucerius Law School. Was heißt Triage? Der Begriff Triage kommt vom französischen Verb trier, was so viel wie sortieren, aussuchen, auslesen heißt. Und man bezeichnet damit heute in der Medizin ein Verfahren, das angewendet wird, wenn in einer Situation wie zum Beispiel einer Naturkatastrophe mehr Menschen auf medizinische Hilfe angewiesen sind, als das Behandlungspersonal mit den zur Verfügung stehenden Mitteln bewältigen kann. Und die Idee ist dabei, dass man in einer solchen Situation jetzt nicht willkürlich auswählt, wer wann welche Behandlung bekommt und wer vor allem nicht behandelt werden kann, sondern dass man das anhand eines festen Verfahrens und anhand transparenter Kriterien entscheidet. Und bisher war die Triage eher ein Nischenthema. In der Katastrophenmedizin, auch in der Notfallmedizin wurde das eingesetzt. Und durch die Covid-19-Pandemie ist darüber in den letzten Wochen jetzt erst sehr breit diskutiert worden. Und der Grund dafür ist, dass es in einigen besonders schwer betroffenen Gebieten, zum Beispiel Italien und Frankreich, tatsächlich dazu gekommen ist, dass zu wenig Kapazität in den Krankenhäusern bestand, um allen behandlungsbedürftigen Patienten zu helfen. Und diese Knappheit hat dann die Frage aufgeworfen, wie hier ausgewählt wird und welche Kriterien für die Auswahl angewendet werden dürfen. Wie gehen wir rechtlich mit Triage-Situationen um? Ziemlich klar ist aus juristischer Sicht der Fall, dass zu viele Behandlungsbedürftige gleichzeitig im Krankenhaus eintreffen. Wenn die Ärzte und Ärzte es dann nicht schaffen, allen zu helfen, die mit gleicher Dringlichkeit auch Hilfe bedürfen, dann können sie deshalb nicht wegen Tötung durch Unterlassung und auch nicht wegen unterlassener Hilfeleistung bestraft werden. Unmögliches verlangt die Rechtsordnung von niemandem. Die Frage ist dann nur, nach welchen Kriterien entschieden wird, wer im Rahmen des Möglichen behandelt wird und wer nicht. Und diese Frage, das mag vielleicht jetzt überraschen, ist rechtlich bisher gar nicht geregelt worden. Man kann allenfalls auf Gesetze wie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz abstellen, wo drin steht, dass niemand wegen Kriterien wie dem Geschlecht oder dem Alter pauschal die Verhandlung verweigert werden darf. Darüber hinaus gibt es aber kein Triage-Gesetz, das den Ärztinnen und Ärzten konkret Vorgaben macht, wie sie bei der Triage vorzugehen haben. Und in dieser Lücke, die der Gesetzgeber leider gelassen hat, wurde jetzt in den letzten Wochen eine ethische, also keine juristische Debatte geführt, an der sich vor allem auch ärztliche Fachverbände beteiligt haben, die Handlungsleitlinien zur Triage veröffentlicht haben. Die meisten medizinischen Praktiker wollen dabei auf die Wahrscheinlichkeit abstellen, dass ein Covid-19-Patient mit Hilfe einer intensivmedizinischen Behandlung überlebt. Wenn also mehrere Patienten mit gleicher Dringlichkeit behandelt werden müssen, werden, wenn die Mittel nicht für alle ausreichen, die Kranken mit der höchsten Überlebenswahrscheinlichkeit zuerst behandelt. Es gibt auch Kritiker dieses Kriteriums der Überlebenswahrscheinlichkeit, die sagen nämlich, es ist ungerecht, nach der Überlebenswahrscheinlichkeit vorzugehen, weil dann unter anderem Menschen, die schon älter sind oder Menschen mit Vorerkrankungen, ein schlechteres Ranking bekommen und dann weniger Chancen haben, von vornherein eine Behandlung zu erhalten. Als Alternative wird von diesen Kritikern deswegen unter anderem vorgeschlagen, die Behandlungsplätze per Los zu vergeben oder nach einem anderen Zufallsverfahren. Soweit ich weiß, ist das bisher aber Theorie geblieben. Ein Punkt, den man noch erwähnen sollte, besonders umstritten ist gerade die Situation, wenn ein Patient oder eine Patientin sich schon in Behandlung befinden und auch ernsthaft Chancen hat zu überleben, dann jedoch ein Patient kommt, der noch bessere Überlebenschancen hat. Manche meinen, dass es dann zulässig wäre, die Behandlung bei dem einen Patienten abzubrechen und ihn sterben zu lassen, um den Patienten mit den besseren Chancen zu helfen. Andere, und ich auch, halten das dagegen für eine Straftat. Eine Behandlung, die ernsthafte Erfolgsaussichten hat, darf meiner Meinung nach nicht gegen den Willen des Patienten abgebrochen werden. Die Frage, ob eine Behandlung aber überhaupt noch Aussicht auf Erfolg hat und jetzt nicht nur unnötig noch Leiden verlängert, ist nicht so leicht festzustellen im klinischen Alltag, wie man sich das vielleicht theoretisch vorstellen mag. Und hier muss man den Ärzten und Ärzten vor Ort natürlich Prognosespielraum geben. Welcher Umgang mit Triage-Situationen ist in der medizinischen Praxis zu empfehlen? Bisher hat es meines Wissens zum Glück in deutschen Krankenhäusern noch keine Behandlungsengpässe aufgrund von Covid-19 gegeben.
Denkbar ist das aber natürlich und sei es auch nur in Zukunft bei anderen Epidemien als Covid-19. Ich denke im Ausgangspunkt, dass die klinisch-ethischen Empfehlungen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI-Leitlinien genannt, für Ärztinnen und Ärzte in der Praxis erstmal eine taugliche Orientierungshilfe bei der Triage bilden. Ein Fragezeichen würde ich nur setzen bei der eben angesprochenen Sonderkonstellation, in der es darum geht, eine an sich aussichtsreiche Behandlung abzubrechen, um den Behandlungsplatz für einen Patienten mit noch besseren Aussichten freizumachen. In diesem Punkt halte ich die Leitlinien für rechtlich sehr bedenklich. Wie gesagt, eine Behandlung, die ernsthafte Erfolgsaussichten hat, darf nicht gegen den Willen des Patienten abgebrochen werden. Davon abgesehen will ich nochmal betonen, wir reden bei der Triage von Extremsituationen, in der Ärztinnen und Ärzte unter hohem Zeitdruck und Stress sehr diffizile medizinische Prognosen anstellen müssen. Und die Erfahrung zeigt, dass Gerichte und Staatsanwaltschaften das auch wissen und nicht darauf aus sind, Ärzte und Ärztinnen dann in der Rückschau solcher Situationen zu kriminalisieren. Wenn Ärztinnen und Ärzte also nach bestem Wissen und Gewissen anhand zum Beispiel der genannten DIVI-Leitlinien triagieren und dabei den Grundsatz beherzigen, dass laufende Behandlungen mit ernsthafter Erfolgsaussicht nicht gegen den Patientenwillen beendet werden dürfen, dann wird ihnen durch die Justiz auch kein rechtlicher Vorwurf gemacht werden und dann müssen sie sich selbst auch keinen Vorwurf machen.